Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Wir sind nach wie vor hier auf der Hopfach unterwegs. Ja, also die Kartoffelrodung jetzt mit Curseplay scheint einigermaßen zu funktionieren. Ja, ich habe den Fendt schon mal losgeschickt zum Abfahren. Der fährt einmal zum Hof runter, habe ihm aber gesagt, dass er unten anhalten soll, möglichst bitte. Denn ich möchte da einmal den Traktor tauschen. Und zwar kommt hier als Abfahrer jetzt der John Deere dann gleich zum Einsatz und wir benutzen den Fendt für so ein paar Transportaufgaben einfach. So, wir beobachten den jetzt mal ein bisschen. Also, ich will... Nee, das Rutschen mit dem Folgenhänger war ja weiter unten. Ne, dann lassen wir den mal weiterlaufen und wir suchen mal nach einer Tankstelle. Weil wir brauchen ja Sprit, haben wir gesagt. Also das hier ist irgendwie der Händler. Da ist nichts. Oh, wie weit geht das denn noch? Molkerei. So, das ist unser Forstgebiet, also unser Sägewerk. Ja, hier ist unser Stall, da kommt der Fendt. Ah, eine Tankstelle. Die besuchen wir doch mal. Aha, aha. Was ist hier? Gebäudeauswahl, Hofsilo, Unterstand, Lager. Hä? Objektwechsel. Hä? Hilfe! Jetzt bin ich hier irgendwie im Boden versunken. Aber ich kann nicht hier... Das ist ja geil. Andere Objekte hinzaubern. Hm. So, ich muss noch mal hier. Jetzt haben wir hier einen Unterstand. Jetzt gehe ich mal ein bisschen von hier ran. Hänge ich wieder fest. Ja gut, dann machen wir das mal anders. Ja, guck mal, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt auch hier. So, dann übernehmen wir den mal. So, abgekuppelt. Dann kommt der hier zum Zuge. Bevor wir da weiterfahren, mache ich mal den Frontlader weg. Der stört da im Moment nur. So, einmal rund. Nein, falsch. Ich wollte erstmal die... Wieso geht das nicht? Das ist wieder interessant. Oder liegt das jetzt irgendwie an der Halle? Gucken wir mal, ob das draußen geht. Da geht das. Gut, dann machen wir das mal ganz professionell und stellen das Ding hier ins Regal.
die Konsole packen wir daneben. Sehr schön. So, jetzt aber weiter im Text, weiter im Text. Jetzt brauchen wir hier Feld 95 vom Feld zum Hof und zurück. Wir haben das hier, wir sagen manuell, wir nehmen den und dann sollte der eigentlich seine Arbeit machen. Das gucken wir noch schnell. Und dann schnappen wir uns unseren Fendt und das Dieselfässchen und dann geht das los hier. Dass wir uns mal ein bisschen Diesel besorgen. Gut, funktioniert. Dann können wir... Ui. Hier schon mal. Da lassen wir den noch schnell durch. So, und jetzt müssen wir aber noch mal gucken, wie wir denn da hinkommen. Das ist irgendwo ganz da oben. Wir machen hier mal einen Marker. Wie heißt denn das Dorf? Ja, hat keinen Namen. Auch gut. Ja, müssen wir irgendwie immer den Bach lang quasi. Gucken wir uns an, gucken wir, wie wir da hinkommen. Ist halt auch gleich wieder ein bisschen Map-Erkundung. Können wir ja vielleicht mal gucken, wenn wir die eine oder andere Produktion sehen, dass wir mal kurz anhalten und uns das auch gleich mal angucken. So, genau hier drüben war der Punkt, wo wir das Wasser geholt haben. Das weiß ich noch. Was mich jetzt zum Beispiel mal interessieren würde, hier sind Felder, die aber keine Nummer haben. Kann die dann jeder benutzen oder wie sieht das aus? Weil wenn das so wäre, dann würde ich mir so eins mal schnappen und zu einer Wiese gerne machen. Weil ich hatte mir gedacht, so neben der Erdfrüchte-Geschichte auch mal so ein bisschen vielleicht Silage oder sowas zu machen. Was ist denn das da drüben? Was sind das nur? Das sind glaube ich nur Felder. Ha. Gut, dann geht's weiter hier. Weil da müsste ich eben nicht irgendwie mir ein Feld kaufen, sondern könnte mir das eben sozusagen zu eigen machen. Ich glaube, das werde ich mal mit einem anderen Spielstand erstmal testen. Und wenn das funktioniert, dann würden wir das hier so übernehmen. Die Landschaft ist, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht beschreiben. Hammermäßig mit Kurven hoch, runter. Die Felder, die irgendwie so an die Berge geklatscht sind. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Halt, halt, halt. Einmal aussteigen. Ja. Das ist irgendwas. Können wir die hier aufmachen? Ah, oh, oh.
Sehr schön. Aber guck mal, hier ist irgendwie was. Was haben wir hier? Rohstoffe, Karotten und Leerpalette. Ach, das ist diese Karottenbefüllstation. Genau. Da ist hier gut, dass wir anfangen, Bretterpaletten zu produzieren, damit wir da dann auch mal, wenn wir irgendwann zu Karotten kommen, die auch abfüllen können. Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich diesen Roder, den ich hier habe, mir so umändere, dass wir praktisch mit einem Roder auch Zuckerrüben, Kartoffeln sowieso und Karotten auch machen können. Das ist so noch im Moment meine Überlegung. Ich denke mal, das werde ich auch in Angriff nehmen. War das jetzt hier rein? Gucken wir mal. Kommen wir hier irgendwo rein? Hallo? Hallo? Ah, ja. So, jetzt ist das dann hier die Tankstelle. Ich hoffe, dass man die nicht befüllen muss, dass das wirklich so zum Tanken geht, werden wir gleich sehen. Ach doch, jetzt hier ist der Trigger. Aber es passiert nichts. Dann gucken wir uns das mal mit nur dem Traktor an. So. Dann scheint das wirklich nur eine befüllbare Tanke zu sein. Was, na klar, problematisch ist für uns. Ich sehe aber auch kein anderes Tanksymbol, um ehrlich zu sein. Gut, wir hoppen mal hier zum Shop. Und dann rennen wir mal so ein bisschen hier durch das Dorf hier und gucken mal, ob hier vielleicht, na, ob es hier irgendwo eine Tankstelle gibt. Was ist das Schönes? Mohn, auch nicht schlecht. So, hier ist nur der Parkplatz. Hier ist ein Hof. Na, das wollen wir aber nicht. Wie sieht's hier aus? Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht wirklich... Ups, warte mal, was war das? Das ist die Werkstatt. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich muss doch irgendwo auch normal tanken können. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir hier drauf angewiesen sein sollen, unseren Sprit selbst zu machen.
Rinder. Ja. Was haben wir hier Schönes? Weizenmehl und so Zeugs, ne? Das ist doch nicht wahr hier. Das hier ist eben ja, Biodiesel. Oder haben wir hier nicht irgendwo noch was? Ja, da rennen wir halt mal so ein bisschen hier durch die Gegend, relativ hilflos. So, jetzt machen wir erstmal wieder den schnellen Gang hier raus. Na, hier sieht das nicht wirklich gut aus. Dann haben wir noch eine Möglichkeit hier unten im Dorf. Was haben wir hier denn so? Ich muss doch zumindest auf 1 den laufen lassen. Hier ist schon wieder Dorfende. Ne, da kommt nichts mehr. Normalerweise würde man doch sagen, eine Tankstelle muss irgendwo an der Hauptstraße sein. Nee. So, der ist nach wie vor am Tun hier. Ich muss das jetzt noch mal probieren. Sonst, wenn das jetzt nicht funktioniert, hoffe ich mal, dass vielleicht irgendjemand was in die Kommentare schreibt, der sich da mit der Karte hier auskennt. So. Das heißt hier nur Umpumpen beenden. Warum denn das eigentlich? Mann! Was haben wir denn hier noch Schönes? Getreide und Flüssigdünger. Ein Saatgut produziert Dingens. Das ist wieder nur Werkstatt hier. Hier kann man konfigurieren, da drüben auch. So. Dann war das jetzt erstmal ein Satz mit X, kann man nicht anders sagen. Ich will jetzt noch einmal ran an die Tankstelle gehen hier. Hier ist auch keine Anzeige oder sonst irgendwas. Aber ich gehe mal davon aus, dass das eben wirklich eine befüllbare ist. Ja, gut, dann fahren wir erstmal wieder weiter. Wir können ja mal noch ein bisschen so durch die Gegend gondeln, weil im Moment arbeitet ja der Rübenroder. Den müssen wir nicht beaufsichtigen und der Abfahrer macht auch seine Dienste. So. Und das ruckelt hier gerade mal wieder extremst. Ja, 19 Frames, das ist nicht wirklich viel. Aber... Naja,
müssen wir mit leben. So, da gucken wir mal, wo wir hier vielleicht noch irgendwo was finden. Wenn halt nicht, dann hole ich mir einfach eine platzierbare Tankstelle. Das können wir ja auch so lösen. Aber ich möchte es halt doch lieber mit den Map-eigenen Mitteln schaffen. Also deswegen der Aufruf, wenn jemand weiß, wo es hier eine Tankstelle gibt, wo man hier auch einfach so tanken kann, bitte in die Kommentare schreiben. Ja. Ansonsten kann ich ja auch nach der Aufnahme hier mal bei der LS Mod Company ins Forum gucken, ob es vielleicht da irgendwo einen Hinweis gibt, dass wir das vielleicht lösen können. So, das war dieser Fischhändler. Und hier sind wir wieder zurück auf unserem Hof. Das sind ja die Befülltanks eben für die beiden Kartoffelwaschgeschichten. Sonst ist ja hier auch nichts weiter. Die Hallen gehören wohl schon zum Nebengebäude. Na komm, Autosave, ja, danke. Kommen wir hier rüber? Oh, ne. So. Was ist denn das eigentlich? Ist das dieser, ach, das ist dieser komplette Schweinehof? Mit Schweineding. Hier haben wir Silo, Unterstände, Unterstände. Hier ist Schweinezeugs. Aber auch keine Tankstelle. Überall sieht man hier Silos für irgendwelche Sachen. Das ist Wahnsinn. Ah, guck mal, hier ist eine Tankstelle. Diesel, das sieht doch gut aus. So, und wie komme ich da hin? Warte mal, müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie den Weg finden, wenn wir hier rum. Ah, das ist ja ganz in der Nähe. Ha, das wäre ja toll, wenn wir das hier noch hinbekommen. Manchmal zahlt es sich eben aus, mal so ein bisschen kreuz und quer zu laufen. Aber wie gesagt, wir wollen nicht den Tag vor dem Abend loben. Erstmal gucken, ob es auch wirklich funktioniert. Das war hier rein, ne? Alles eng hier. Wir brauchen ja eigentlich nicht viel. Wir hatten, glaube ich, 550 Liter pro Waschanlage.
Nee, auch nicht. Wieso nicht? Oder mache ich da irgendwas falsch? Wenn ich jetzt hier mit dem ranfahre, zeigt mir auch kein Tanksymbol an. Gut, also das Problem besteht weiterhin hier. Also wir suchen nach wie vor eine Tankstelle. Deswegen nochmal der Aufruf. Wer hat eine Tankstelle gesehen hier und kann mir einen Tipp geben? So, dann bringen wir den erstmal wieder zurück hier. Jetzt bin ich, glaube ich, hier irgendwo. Oh, die Wege hier sind aber auch nicht gerade groß. Was haben wir denn eigentlich hier noch? Wenn wir schon noch hier unterwegs sind. Bauland, Fläche, ach, kann ich hier kaufen? Hä? Gut, nee, dann bringen wir den noch schnell zurück zum Hof und dann machen wir aber auch schon wieder Feierabend für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer der Hinweis, lasst ein Däumchen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, vor allem wenn ihr wisst, wo es eine Tankstelle gibt. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann auch gerne den Kanal abonnieren. Tja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns vermutlich irgendwann im Laufe des Tages zur zweiten Dienstagsfolge. Bis dahin, macht es gut, habt noch einen schönen Tag und ja, bis dahin, tschüss.